Das Attentat auf Donald Trump von Simplicissimus. Take a look what happened. Es fallen Schüsse. Zwei Personen sind mir extrem aufgefallen. Und zwar die Frau in dem weißen Shirt, die komisch anfängt zu grinsen und filmt direkt. Und der Typ da oben mit dem Hut. Der Typ mit dem Hut ist Vincent Fusca. Wer ist das? Ja, Digga, das ist der. QAnonus believe this guy is the real JFK Jr. Ja! Okay, wir sind mies in der Recherche drin, Digga. Aluhüte, Freunde. Wisst ihr Bescheid schon, ne? Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein. Es geht immer noch um die Trump-Geschichte. Irgendwie muss ich sagen, dass das schon spannend ist und ich mich auch ein bisschen dafür interessiere. Deswegen gucken wir uns noch ein paar Videos dazu an auf jeden Fall. Das nächste Video, was wir uns reinziehen werden, ist ein bisschen von einem etwas mainstreamigeren Kanal und zwar von Simplicissimus. Da bin ich mal gespannt, wie die so über das Thema berichten und ob die eventuell auch die ein oder anderen Theorien aufstellen. Donald Trump Jessen tippt 5 Euro. Many men, many, 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 many men wish death upon me. Lord, I don't cry no more, don't look to the sky no more, have mercy on me. Don't cry no more, Digga, ich kiss dein Herz. Das Video heißt Das Attentat auf Donald Trump von Simplicissimus. Yasin, danke für dein Fünfer. Ich kiss dein Herz, Bruder. Bester Mann, du bist im Video mit drin, Digi. Und jetzt würde ich sagen, geht der Peter los, Bro. Peter Erinmann hat da. Und los. Es ist der 13. Juli in Butler, im US-Bundesstaat Pennsylvania. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump spricht heute auf einer Wahlkampfveranstaltung. Es sind nur noch wenige Tage, bis er die offizielle Nominierung der Republikaner für eine erneute Kandidatur annehmen will. Hat er jetzt schon getan, ne? Quasi. Er spricht gerade erst wenige Minuten, als plötzlich Schüsse fallen. Take a look what happened. Trump wird getroffen, aber überlebt. Jemand hat versucht, ihn am helllichten Tag zu ermorden. Schauen wir uns an, was passiert ist. Ab geht's, Bro, ich bin gespannt. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Videos könnten bereits neue Details bekannt geworden sein. Ja, sind schon einige neue Details bekannt geworden, glaube ich, habe ich gesehen. Es ist ein heißer, schwüler Abend, als sich Zehntausende hier versammeln, um Trump zu sehen. Haben die das nachgebaut oder was? Mit AI wahrscheinlich, ne? Crazy. Pennsylvania ist einer von 6 ausschlaggebenden Bundesstaaten, die über den Sieg bei der nächsten Präsidentschaftswahl entscheiden könnten. Swing State, wa? Butler ist stark republikanisch geprägt. Es ist eine Arbeiterstadt. This is a big crowd. This is a big, big, beautiful crowd. Trump ist von seinen Anhängern umringt. Die meisten sitzen oder stehen vor der Bühne. Einige sitzen auf den Tribünen hinter ihm. In der Mitte, links und rechts. Trumps Mitarbeiter und Sicherheitskräfte, darunter auch Agenten des Secret Service, stehen direkt vor der Bühne. Hinter ihm befinden sich 3 große Gebäude. Auf dem Dach des Gebäudes ganz links und ganz rechts sind Scharfschützen des Secret Service positioniert. Sie suchen die Umgebung nach möglichen Bedrohungen ab. Sie sind in diesem Video zu sehen, das von einem Zuschauer gefilmt wurde. Hello, Butler, and hello. Sag ehrlich, es ist fast unmöglich, dass sie den Schützen nicht gesehen haben, Bro. To Pennsylvania. I'm thrilled to be back. Thrilled to be back. Trump beginnt mit seiner Rede. Alles wirkt normal. Er dreht sich nach rechts und zeigt auf eine Grafik mit einer Einwanderungsstatistik. Zur gleichen Deswegen haben die auch alle in die Richtung geguckt, ne? Zeit bemerken mehrere Personen auf der Veranstaltung einen Mann mit einer Waffe. Er ist auf dem Dach eines nahegelegenen Gebäudes. Bro, ein anderes Video hat gesagt, dass die den Typen schon Minuten vorher da gesehen haben, ne? Also das gucken wir uns jetzt gleich auch nochmal an. Da gibt's echt verschiedene Leute, die ganz verschiedene Dinge erzählen. Das ist echt eine ganz komische Situation, die da passiert ist, so. Und ich glaube, es wird eine gewisse Zeit dauern, bis wir rausbekommen, was da wirklich, wenn überhaupt, so, weißt du? Bei diesen ganzen Situationen. Kennedy ist ja bis heute ein Mysterium. Weil immer, wenn solche Sachen passieren, dauert es extrem lange, weil halt auch extrem viel vertuscht wird, weil wahrscheinlich gewisse Leute nicht wollen, dass man checkt, dass sie damit involviert sind. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, wissen wir einen Scheißdreck.
Doch es ist zu spät. Es fallen Schüsse. Digga, die Typ, die Frau. Wisst ihr noch, wo ich live darauf reagiert habe, ne? Wisst ihr noch? Zwei Personen sind mir extrem aufgefallen. Und zwar die Frau in dem weißen Shirt, die komisch anfängt zu grinsen und filmt direkt. Und der Typ da oben mit dem Hut, der sich überhaupt nicht bewegt hat und überhaupt keine Reaktion gezeigt hat. So. Wenn du die vergleichst mit den zwei älteren Herren, die da stehen quasi, ne? Zum Beispiel die eine mit dem blauen und der andere Typ rechts nebendran. Das ist eine normale Reaktion. Wenn du Schüsse hörst und siehst, wie der Typ, der redet, da gerade zu Boden geht, so, weißt du? Davon wird sogar auf einem Foto festgehalten. Ein Gebäude etwa 120 Meter nördlich von der Bühne. Die Schüsse kommen von hier, vom Dach. Willst du mir sagen, dass sie das Gebäude nicht observiert haben, Bro? Come on, Digga, come on. Der Schütze ist der 20-jährige Thomas Matthew Crooks. Er ist mit einem halbautomatischen Gewehr des Typs AR-15 bewaffnet. Die Waffe wurde von seinem Vater legal erworben. Zunächst gibt er offenbar drei Schüsse ab. Take a look at what happened. Die erste Kugel trifft den oberen Teil von Trumps rechtem Ohr. Später wird er sagen, dass die Kugel ihn nur nicht direkt in den Kopf getroffen hätte, weil er sich genau in dem Moment nach rechts gedreht habe. Er duckt sich hinter das Podium. Innerhalb von drei, guck dir die Frau an, vier Sekunden, die Frau da mit dem Handy, Bro, die ist so suspicious, Bro. Nach dem ersten Schuss umringen Secret Service Agenten den Ex-Präsidenten. Sie schützen ihn mit ihren Körpern. Crooks eröffnet sofort wieder das Feuer. Mit fünf weiteren Schüssen. Kurz vor dem... Wo hat der hingeschossen? Aber keiner von den Secret Service Mitarbeitern wurde irgendwie getoucht oder so, ne? Oder? Der muss doch weiterhin auf Trump geschossen haben. Fünf Schüsse. Wo sind die hingegangen, die fünf Schüsse? Im ersten Schuss von Crooks scheint einer der Scharfschützen auf dem linken Dach hinter Trump den Schützen zu entdecken. Es wirkt so, als bereite er sich darauf vor, das Feuer zu erwidern. Einige Medien berichten, diese Scharfschützen hätten Crooks getötet. Stimmt aber, glaube ich, nicht. So wie ich gehört habe, waren das die auf dem anderen Dach angeblich. Der Secret Service hat zwar bestätigt, dass seine Mitarbeiter den Schützen neutralisiert haben, aber wir konnten nicht bestätigen, dass es sich tatsächlich um diese Agenten handelte. Der Schütze hat auch Zuschauer auf den Tribünen getroffen. Ein Mann ist gestorben. Rest in peace, bro. Man kann nicht mal sagen, wer den erschossen hat oder was jetzt. Digga, komm. Der 50-jährige Corey Compadore. Zwei weitere wurden schwer verletzt. Der Typ mit dem Hut ist Vincent Fusca. Was macht der Cousin? Vincent Fusca. Wer ist das? Ich habe einige Kommentare auch gesehen, die den erwähnen. Ja, Digga, das ist der. Wer ist das? Ran for election to the US Senate. Ah, für den US-Senat ist der mal angetreten. To represent Pennsylvania. Der Vincent Langer. QAnonus Believer believe this guy is the real JFK Jr. Yo! Der ist auf Dutzenden Trump-Rallies gewesen. Okay, wir sind mies in der Recherche drin, Digga. Aluhüte, Freunde. Wisst ihr Bescheid schon, ne? Okay. Da Trumps Mikrofon noch eingeschaltet ist, kann man hören, was die Agenten zueinander sagen. Etwa 42 Move! Sekunden, nachdem Crooks das Feuer eröffnet hat, bestätigen sie, dass der Schütze ausgeschaltet wurde. Shooter's down. How do you know that there's not more? Like, you know? Also bereiten sie sich darauf vor, Trump zu einem gepanzerten Fahrzeug zu eskortieren. Wie der Ernst Wolf richtig gesagt hat, bei Ronald Reagan zum Beispiel, da haben die den richtig geschnappt, gepackt, Digga, und haben den richtig ins Auto reingeschliffen, so. Hier, der sagt, nee, bleib mal cool, ich brauche meine Schuhe noch, Digga, und ich will noch kurz hier in mein Publikum reinschreien, hier, fight und so. Also entweder die Jungs innen hier vom Secret Service sind einfach Schwachmaten gewesen, oder man wusste, dass keine Gefahr mehr herrscht. Woher auch immer, dass es keinen anderen Schützen mehr gibt. Let me get my shoes, Bruder. So we gotta move to the bus. Let me get my shoes. Okay, my shoes down. Watch out.
Wait. Etwa 75 Sekunden, nachdem er sich zu... Das kannst du nicht zulassen, Digga. Das kannst du als Sicherheitsbeamter eigentlich nicht zulassen, sowas hier. ...Boden geduckt hat, hebt Trump seine Faust. Er stößt die Worte Fight, Fight, Fight aus. Die dabei entstandenen Fotos gehen sofort um die Welt. Die Menge jubelt dem Ex-Präsidenten zu, als er die Bühne blutend verlässt. USA! USA! Trump. Ey, habt ihr auch mitbekommen, die eine Secret Service-Mitarbeiterin zum Beispiel, die hat eine Gun in der Hand gehabt und wollte das in ihr Holster wieder zurückstecken und hat dafür 8 Versuche gebraucht oder so. Weil einer gerade geschrieben hat, das waren Schauspieler. Also die konnte nicht so gut mit einer Gun umgehen, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Sofort in ein Krankenhaus gebracht und noch in der Nacht nach New Jersey geflogen. Es scheint ihm gut zu gehen. Es gibt viele Fragen, auf die wir im Moment keine Antwort haben. Warum waren die Einsatzkräfte nicht in der Lage, den Angriff zu verhindern? Wir sind bei unserer Recherche auf eine spannende Analyse auf X gestoßen. Sie legt nahe, dass zumindest die Scharfschützen auf dem Dach hinter Trump wahrscheinlich nach weiter entfernten Gefahren Ausschau gehalten haben. Dieses Dach fiel möglicherweise in die Zuständigkeit anderer Strafverfolgungsbehörden. Das konnten wir nicht unabhängig bestätigen. Wie konnte ein bewaffneter Mann einfach auf dieses Gebäude klettern? Gute Frage, mein Jutster. Was war das Motiv von Crooks? In den öffentlichen Gerichtsakten von Pennsylvania findet sich keine Vorgeschichte des Schützen. Die New York Times ist auf einen Eintrag im Wählerverzeichnis von Crooks gestoßen. Daraus geht hervor, dass er ein registrierter Republikaner war. Ach, auch noch Republikaner, Digga. Ich habe ja auch die Vermutung aufgestellt, dass es vielleicht irgendwie ein Biden-Supporter ist. Der war selber Republican. Außerdem hat er im Jahr 2021 über eine Spendenplattform der Demokraten $15 an eine liberale Wählervereinigung gespendet. Das ist aber Democrats, oder? Er war Küchenhilfe und hatte eine Mitgliedschaft in einem örtlichen Schützenverein. Das habe ich auch schon gehört. Das FBI fand sowohl in seinem Auto als auch wahrscheinlich in seiner Wohnung verdächtige Gegenstände. Potenziell Sprengstoff. Diese Funde werden derzeit im Labor untersucht. Die Ermittlungen dauern an. Fast stündlich werden neue Informationen veröffentlicht. Ich weiß nicht, irgendwie, ich stelle sogar in Frage, ob das der ehrliche Schütze ist, Digga. Ist auch krass, dass die den einfach direkt weggemacht haben, so, ne? Also man kann keine Fragen mehr stellen. Hat auch seine Vor- und Nachteile. Für den ich küsse deine Zirbeldrüse. So. Präsident Joe Biden und zahlreiche Staats- und Regierungschefs aus aller Welt haben den Anschlag und politische Gewalt im Allgemeinen verurteilt. Die Bilder von Trump, blutverschmiert, aber trotzig mit erhobener Faust vor einer amerikanischen Flagge, werden sicherlich zu einem starken Symbol werden und in die Geschichtsbücher eingehen. So schnell mit unserem Team auf aktuelle Ereignisse zu reagieren und solche Animationen zu erstellen, geht nur dank der Unterstützung unserer Sponsoren. Unterstütze den Mann, Alter. Nur ein bisschen Werbung hier am Ende, glaube ich, war. Yes. Ja, okay. Das war mal eine relativ mainstreamige Analyse, trotzdem interessant und gut aufgearbeitet. Und ja, schreibt mir eure Gedanken auf jeden Fall unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haltet die Ohren steif. Peace out. Gang.